So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Breakpoint. Wir haben jetzt die Flugabwehrruine gesäubert und jetzt werden wir uns mal die Aufklärungsdaten, Datei. Entschuldigung. Warte, so. Ich muss jetzt immer wieder schauen, dass ich wirklich aufnehme, damit nicht nochmal sowas passiert. Gut. Die Herkunft der Marke ergründen. Wir müssen noch ein bisschen warten. So, jetzt hat neuer Hinweis. Dokument im Suchmenü. Suchmission an die Belegschaft. Auch nach mehreren Wochen konnten wir unseren Mann nicht finden. Im Anhang finden Sie ein Transkript seiner letzten Meldung. Er wurde zuletzt in der Typhoon Bay gesehen. Allen Berichten zufolge scheint er aufgrund eines Sturms oder anderen wetterbedingten Umständen verstorben zu sein. Wir werden die Suche nach ihm nicht länger priorisieren. Aber wenn wir etwas Neues erfahren, lassen wir es Sie natürlich wissen. So. Warte. Ersetzen. Informationen zu Karl. So. So, dann hole ich mir mal. Alter, wie viele Sachen es hier gibt. Ich hole mir jetzt mal ein paar Truhen hier und ein I gibt's noch hier. Oh, hell. Hui. So. Untersuchen. Nochmal ein Biwak. So. Dann gibt es hier oben nochmal ein Level, glaube ich. Oder irgendein Item. Hier gibt es auch noch eins. Ups. So. Handschuhe. Super. Dann Credits. Ja, los. So. Das war echt ärgerlich, dass hier oben zwei waren. Das war ein bisschen. Ah, noch eine Weste. Okay. Dann hat sich's ja sogar schon gelohnt. Also Handschuhe haben wir neue. Ja, die sehen ein bisschen besser aus, haben keine sonstigen Vorteile. So. Schuhe. Ah. Okay. Leiter. Hui. So. Jetzt da sind ist noch eine Truhe. Da hinten ist, glaube ich, auch noch eine. Ja, da ist eine. Credits, na schön. Da hinten noch. Das sieht doch aus wie eine Waffenkiste, ne? Yes, aber die habe ich schon. Und trotzdem vielen Dank. Kann ich ja dann mal auseinandernehmen. Sprenggranaten sind schon fertig. Oder schon voll. Gut. Dann
haben wir, glaube ich, schon ziemlich allein. Da gibt es noch, also im Haus gibt es noch ein paar Dokumente da oben. Wenn es Dokumente sind, ich weiß nicht. Die fallen irgendwie sehr, sehr gerne so hin, ne? Habe ich so den Eindruck. So. Da sind die Fundstücke. Neuer Hinweis. Freundschaftsdienst. Ein Telefongespräch zwischen zwei sentilen Angehörigen. Abspielen. Wieso kann ich es nicht hinten abspielen? Okay. Wie konnte Hilde die Menschen jagten nach dem Absturz überleben? Ich kann das nicht abspielen. Ach. So, naja. Dann spiele ich es halt nicht ab. Ja, hier geht's auch noch. Ah, cool. So, Entschuldigung. Gut, dann gehen wir mal wieder. Was war das denn? Ich hab da was gehört. Naja. So. Eine Hose. Eine Jeans. Ich glaube, ich bleib so sieht's, finde ich, besser aus. So, was wollen wir denn dann machen? Durchsuche die Flugabwehrruinen. Informationen zu Karl können in Dokumenten aus dem Kalten Krieg gefunden werden. Also haben wir hier doch noch nicht alles gefunden, oder was? Könnten aus Dokumenten aus dem Kalten Krieg gewonnen werden. Aber haben wir nicht schon hier alles? Nice. Aha, hier ist es anscheinend. Herkunft der Marken ergründen, ja. Jetzt an. Sehen Sie sich die Aufklärungsdateien an. Okay, Foto von Metz und Karl.
Pascal. Das Foto zeigt. Das ist ein Foto, ja. Es zeigt Mads und Karl. Auf dem Bild trägt Karl einen sehr speziellen Ring. Okay. So. Nochmal. Also echt interessant ist, dass er so lange dauert, bis man das aktivieren kann. Neuer Hinweis. Nicht veröffentlichter Bericht. Feldpost, Name Karl, Rang, bla bla bla. Zusammenfassung. Ich bin dabei, mehr Informationen über den russischen Spion zu sammeln. Ich brauche noch ein paar Tage, um ein vollständiges Bild zu haben. Soweit ich bisher sagen kann, können die Geheimnisse hinter dieser Bedrohung des Kalten Krieges direkt hier in einem der Bunker auf dieser Insel gefunden werden. Ich fürchte, dass es sich um atomare Technologie handeln könnte. Okay. Das letzte Mal hörte man von Karl aus einem alten Bunker in der Typhon Bay. Die Selbstversorger wissen mehr über den alten Bunker. So. Die Selbstversorger waren ja hier oben. Ja. Aber hier, ich wette, das ist hier. So. Ach, Moment. Wir machen jetzt mal, diese Folge wird ein bisschen länger. Weil das die letzte Folge ist von der Beta. Die Beta läuft nämlich in ein paar Stunden ab. Oder was heißt hier ein paar Stunden? Also, ich habe, glaube ich, noch eine halbe Stunde oder so. Deswegen, ja, wird es erstmal das gewesen sein, bis zu dem Punkt, wo ich das dann spiele. Vielleicht mit der Sarah. Muss mal schauen. Vielleicht spiele ich auch mit der Sarah dann Wildlands zusammen. Das könnte nämlich auch sehr gut sein, weil ja, was uns beide, warum macht sie das? Was uns beide hier eben mehr als klein bisschen stört, auch wenn es nun wirklich kein großer Act ist, ist das, dieser Online-Zwang erstens und zweitens dass die Base, die Hauptbase, dass man da die ganzen Spieler sieht. Das ist halt so ein Ding, das ja bei uns wirklich ein Gegenargument ist für den Kauf. So, aber also Hauptsache hier ist alles frei und ja, aber dann trotzdem die Base, denn da, das ist halt, ja, ich weiß nicht, ob ihr, ihr das verstehen könnt, also, oder nachvollziehen könnt, also für mich ist es halt, wenn da ganz viele andere Leute rumwuseln, ja, das reißt halt einen total raus aus der Geschichte. So von wegen, man ist der letzte der Ghost oder einer der letzten und in der Base hüpfen ganz viele Leute rum. Deswegen konnte ich auch nie Knights of the Old Republic spielen. Also ich hab's, also Star Wars, ich hab's angefangen, ich hab's glaube ich 12, 13 Stunden lang gespielt, also ich bin relativ weit gekommen. Also auch mit einmal Jedi Ritter und Jedi Botschafter und einmal Schmuggler. Und das Problem war wirklich, ja, waren die anderen Leute. Also die Geschichte, die Kampagne ist unglaublich, unglaublich gut. Deswegen habe ich es auch so lange ausgehalten. Aber ja, dadurch, dass er überall Leute sind,
es ist halt. Das ist alles andere als dann cool, finde ich. Weil, wenn da, zum Beispiel ist da, wird da so eine Basis angegriffen und die Generäle oder der General sagt dann, oh mein Gott, das ist ja alles so, so schlimm hier, bitte helf uns. Und du schaust dann an die Front und da stehen halt ja, keine Ahnung, 10, 20 Spieler rum und warten, bis endlich die nächste Welle kommt, damit sie halt die Quests fertig machen können. Das ist halt, hello, friend. Ja, quarky. Ja. I'm looking for any signs of radiation. Seen anything unusual in the area? You've got everything, promise. Thanks for all your help. Und das finde ich zum Beispiel auch nicht gut. Dass zum Beispiel die NPCs nichts sagen. Also die sagen halt so, ja, das ist alles und dann siehst du hier oben jetzt, das ist quasi das, wo man den finden kann, aber das hätte sie doch sagen können. Also das ist bei Wildlands zum Beispiel ist das besser. Finde ich. Gut, also das letzte Mal. Genau, alten Bunker in Typhon Bay. Ich wette hier die Vegetation nordwestlich vom Schulzbond ist verseucht. Schulzbond. Pond, nicht Bond. Und wo ist Schulz? Pond. Das ist ja hier. Warte, das ist hörte von einem alten Bunker in Typhon Bay und nordwestlich vom Schulzbond. Was ist mal Channel, Dead Channel. Das muss ja. Tobacco Point. Princess Harbor. Ah, das muss ja hier in Sinking Country sein. Und im Typhon Bay. Freka. Wo ist der Schulzbond? Oh Mann. Ah, hier. Hä? Achso, dann hier wahrscheinlich. Dann nordwestlich. Ist verseucht. Das wollte ich jetzt nicht. Also dann ist es hier. Und das würde ja wirklich, also wenn der Boden dann verseucht ist, das ist ja wirklich dann, das unterstützt ja die Theorie, dass das irgendwann irgendwas mit der Atombombe zu tun hat. Oder das ist eher irgendwas mit Atombomben gemacht hat. Ist hier im Haus irgendwas? Nope. Hi da drüben. So, mal schauen, ob ich das ist eine. Warte, wie 100 Meter. Challenge accepted. Also, ich habe mein längster Schuss war 2,7. Aber mit der anderen Waffe. Oh.
Okay, das war... Zum Glück ist es eine Halbautomatik. Gut. Also ein 200 Meter geht voll. Was ich auch schade finde, ist, dass ich die jetzt nicht befreien kann. Also der ist ja jetzt gefesselt. Hey. Ah! Oh nein! Freilassen. Nein, ich kann die ja... Oh Mann. Ich kann die ja wirklich freilassen. Wieder so ein Aufklärungsflugzeug. Okay, okay, okay. Wolf! Leave me alone. Ich mach doch gar nichts. So. So, dann schauen wir mal hier lang. Sind wieder irgendwelche Dudes. Da ist ein fettes Fragezeichen, da würde ich dann gleich hingehen. Da ist nur einer. Ja, nee. Das waren zwei. So. Gut, dann gehe ich mal da drüben hin. Und tarn mich mal kurz wegen der Drohne, die da zu uns fliegt. Ist schon lustig, dass die Drohne jetzt mit den Leichen da hinten keinen Alarm schlägt, ne? Ist schon interessant. So, dann schauen wir uns mal das da drüben an. Die sind wahrscheinlich hinter dem US Army Restrict. We are so the devil. Ah, da sind die. Kein Schaden. Da sind die sind zu dritt. Wahrscheinlich da noch einer. Hinter dem Auto wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen. Zuerst die Truhe. So, was bekomme ich da? Neue Schuhe. Plus 3. Passt. Genau. M82.
Genau, 182. Ja, zerlegen. Scharfschützengewehrteil. Gut, stimmt, wir haben ja eine neue Pistole bekommen. Super. Und einen neuen Fertigkeitspunkt. Wenn wir uns gleich jetzt mal was Neues holen. Genau, das haben wir. Das bringt uns nichts. Fügt jeder von... ich mach mal das und dann schaue ich mal, ob ich jetzt eine Drohne habe. Nee. Raketenwerfer. Waffenschaden. Ja, komm. Wo ist der dritte? Where are the third? Da ist er. Komm, ich sehe dich doch, jetzt markiere dich. Also. So, jetzt brauche ich hier Freischussfeld. Interessant, dass sie mich nicht sehen. Warte, jetzt habe ich einen anderen. Warte mal. Nee. Ich glaube, ich hatte... Ich glaube, ich hatte den. Ja. So, verdammt. Gut. Nein, 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 nein. Nördliche Radarstation, Aufklärungsdatei zum Sammeln. Darf ich die auswählen? Ja, danke. Das dauert auch viel zu lang. So. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt auf den Versorger... Oh, da ist ein Bunker. Aber wahrscheinlich nicht den, den wir brauchen. So, mal schauen.
Ich bin total erschöpft. So. Schön. Das machen wir mal noch ein paar Fragezeichen. Aber die klappern wir dann danach ab. Erstmal was trinken. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Entweder Helikopter oder... Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas rot. Kann ich den nicht markieren? Wieso habe ich eigentlich unten gerade nicht... Warum ist eigentlich die Ausdauerstufe bei mir unten nicht ganz voll? Warte mal. Das ist er. Das ist keine 2 Meter von mir entfernt. Egal. No uniform, no identification. Wait a minute. He's got a ring on his finger. It's the same one from Mads' photograph. This is Cal's body. Und ich habe graue Haare, obwohl ich schwarze wollte. Wieso habe ich jetzt graue Haare? Wahrscheinlich wegen dem Licht. So, sehen Sie sich die Aufklärungsdaten auf der Aurora-Archipel-Seite an, um weitere Informationen freizuschalten. Ups. Warte, das machen wir gleich. Ich sehe keinen... Das ist die ja. Gut. Euer Hinweis. Blaupause eines Sprengsatzes. Warte. Okay. Ring der Militärakademie. Er sieht aus wie der, den Mads Freund Karl auf dem Foto trägt. Blaupause eines Sprengsatzes. Auf dieser Blaupause wurden Dinge markiert, umkreist und hervorgehoben. Sie beschreiben, wie man einen Sprengsatz baut. Okay. Untersuchen. Aufklärungsdateien von der Sammlung.
Ja, darf ich annehmen? Neuer Hinweis. Schlüsselkarte für unbekannten Ort. Einsatzziele. B. Scorpio. Der sieht sehr gut aus. Aber warte mal, das habe ich doch schon, oder? Ja. Genau, das habe ich alles. Alles angeschaut. Ah! Jetzt hat. Das ist eine Schlüsselkarte. Ihre Herkunft ist unbekannt. Aufgrund ihres Alters lässt sie sich vermuten, dass Metz etwas darüber weiß. Aha! Ja, ist in Erewhon. Gut. Hier ist die Kiste. So. Eine Waffe plus 2, die werden wir gleich mal ausrüsten. So, sehr schön. Also, was wir machen werden, also wir werden jetzt die Mission fertig spielen. Und ich hoffe, ich habe eigentlich die Rückwärtstaste benutzt, aber okay. Rückwärts ist das neue Vorwärts. Gut, wir werden das jetzt schnell Ausstattungsstufe 60. Ja, lol, der ist da. So, okay, haben wir hier irgendwo. Haben wir hier irgendwo einen Hubschrauber? Vielleicht haben wir da bei der Base einen Hubschrauber. Das wäre ganz vorzüglich. Dann können wir da nämlich zurück helikopieren. Und sind alle wieder da. Das ist doch voll der Kack. Das ist doch voll der Dann werde ich mir mal ein Motorrad vor Augen von denen. So. Die haben sicher nichts dagegen. So. Hallo.
Kein Wunder, dass er mich sieht. Aber dass die... dass die Markierung so lange braucht immer. Naja. Ist ja noch die Beta. Alles in Ordnung. Wer hat die Schüsse gehört? Niemand. Ja, ich werde mir mal den da bauen. Voll blöd, hier ist ja kein Dach. Wie fahren wir jetzt am besten? Wir sind da. Ja, zum Luftding sollten wir besser nicht fahren. Wir brauchen einen Helikopter. Wir brauchen sowas von einem Helikopter. Ja, vielleicht haben die einen Helikopter. Gut, wir fahren jetzt einfach mal geradeaus weiter. Und vielleicht haben die ja was. So einen fahrbaren Untergriff oder so. Ja. Naja, mit der Bremse ist der nicht so geil. Ich habe eigentlich seitdem, also ab dem Baum ungefähr gebremst, aber wahrscheinlich war ich einfach zu schnell. Zu ruckig. Ich kann einfach nicht Auto fahren. So. Was macht die da? Kann ich eigentlich mein Bein mal richtig gescheit verbinden? Oder heilen? Weil die an den Armen sind jetzt schon richtig gescheit weg. Wahrscheinlich, weil das die unsichtbaren... die unsichtbaren Verbände waren... 1, 2, 3. Schön. 1. Ey. Willst du mich verarschen? Den zweiten habe ich doch mit dem zweiten Schuss erwischt. Entschuldigung, mit dem ersten meine ich natürlich. Wieso haben die da ein Boot? Das check ich mal überhaupt nicht. Da drin ist ein Motorrad. Das hole ich mir jetzt einfach und düse da rum. So. In Wildlands war eigentlich an jeder Ecke war da ein Helikopter. Und hier nicht. Ah, ich muss nie. Entschuldigung. So. 1, 2, 3. So. Das war schon mal nicht so bad. Wo ist die Drohne abgestürzt? Ah, die habe ich schon, oder? Ja, wahrscheinlich habe ich die schon. Gut, dann... komm mal her.
Nein, da sind Flugzeug. Ich musste mich verstecken vor dem Flugzeug. Wieso Explosionsalarm? Ich kann gerade nicht sehen, ob ich den sehe oder nicht. Explosionsalarm. So. Ich habe jetzt einen Unschuldigen erschossen, oder? Nee, das war ich nicht. Der wurde viermal in den Rücken geschossen. Gibt's hier einen Headshot? Headshot. Gibt's hier einen Hubschrauber irgendwo? Hier werden die Autos nicht angezeigt, die Fahrzeuge. Verdammt. Da ist noch ein Motorrad. More of these to do, you know. The danger here is not lost on me, all right? I will finish. Now, just leave me alone. Okay. Filmt das Handy? AK-47. Okay. So. Entschuldigung. Das war einfach nur peinlich. Eine Schrotflinte. Wenn wir jetzt nicht fahren. Nicht gebrauchen. Ah, krass, hier gibt es eine Autobahn. Dann fahre ich mal nach hier. Das hat wehgetan.
bin ein Schwein. Ah, jetzt check ich's. Wir sind zwar wieder voll gesund, aber wir sind nicht geheilt. Also, die Ausdauer geht jetzt nicht mehr. Die Ausdauer geht jetzt nicht mehr ganz voll auf. Ganz voll. Weil wir uns halt nicht geheilt haben. Aha. Ja, okay, das finde ich aber gar nicht so scheiße. Was geht hier? Okay. Wie kann man hier rauf? Ah, vielleicht mit der Treppe. Gut. Wir überziehen gerade voll. Ich wollte eigentlich jetzt nur die Mission fertig spielen. Wir haben nur noch eine Viertelstunde. Eigentlich muss ich hier. Ich fahre jetzt einfach mal zum Fluss. Alter. Ah. Entschuldigung. Nein. Noch. Guten Tag. Okay. Das hat mir getan. Gut, Alter, die Lenkung ist halt super gut. Boah. Gefährlich. Ich gehe zu Fuß. Die Lenkung ist echt wow. Krass heftig. Gut. Also, vielleicht ich weiß halt nicht, ob ich bis zum Stand komme. Warte mal, kann ich das nicht abkürzen? Oh Gott. So dämlich. Don't lead Sentinel back here. Lives are at stake. Okay. Ja,
Ja, überprüfe deine Gegner mit einer Drohne. Ja, das würde ich gerne machen. So. Genau, das habe ich gemeint. Das stört mich so krass. You know anything about Restricted Area 01? That place is creepy. Just that's where all the weaponized drones are coming from. If we could take out whatever factory is in there, Sentinel would be screwed. Too bad that place is like a fortress. There's no way in. And even if you get in, the only way out is a body bag. You'd be not. Mads, I have some bad news. Kel didn't make it. I figured as much. Any idea what did him in? Looks like he got into a shootout with a Russian. His body was stripped of its uniform and its identification. Had to identify him by his ring. Damn. Cold War was never as cold as they made it out. Well, at least you went out fighting. Better than malaria as far as things go. Seems like your friend Cal had his fair share of secrets. Dealing with the Russians is some pretty hardcore stuff. Yeah. Cold War was a crazy time. You were never sure who you could trust. Cal, though, he was one of the good guys. He just got dealt a bad hand trying to do the right thing. Ah, hell, I'm just glad the world didn't get nuked in the process. I found a sketch of a map and a picture of some kind of blueprints, but I can't figure out what it's for. Now let me take a look. My old brain might have the answer somewhere in there. I also found a key card with some kind of strange atomic symbol on it. There wasn't any testing on the island, was there? Currently? I sure hope not. Two eyes is more than enough for me. I hear ya. Do me a favor, come back tomorrow. I'm sure my old noggin might remember something or other by then. Will do. An army, yeah. Or maybe a... Gut. Also, ich würde sagen, was dann alles mit Karl passiert ist und beziehungsweise, also das wissen wir ja. Aber was es mit der Karte auf sich hat, das werden wir dann in der Vollversion spielen. Und herausfinden natürlich. Ja. Vielleicht ein kurzes Fazit. Ja, ich habe mich genug aufgeregt über die Leute, die ich hier sehe. From Samuel? Not since last week. I'm sure everything's fine. Fine. Last time I saw him, he was stomping through here like a goddamn hurricane. Well, that doesn't mean anything. Genau. Ja, also das stört mich. Ich hoffe, dass, ja, also ich wünschte, das könnte man ausstellen. Vielleicht gibt's auch einen, Offline-Modus. Den würde ich dann vorwiegend zocken. Gut. Also, was mir auch nicht so taugt, ehrlich gesagt, ist, dass, wie schon erwähnt, dass die NPCs keine Geschichten mehr erzählen. Also, dass sie dir quasi einfach nur sagen, so, ja, das und das ist alles, was ich habe. Und dann geben wir, ja, hast du dir die Infos quasi, aber die haben es nicht erzählt. Das finde ich sehr schade, vielleicht wird es auch noch geändert, weiß ich nicht. Und das mit den Entdecken, also die Infos fotografieren und so weiter, und bis man das dann wirklich ja aktivieren kann, das dauert viel zu lang, das dauert eine halbe Minute oder so. Das ist viel zu komisch. Aber sonst, ja, es ist eigentlich sonst wie das alte Wildlands, also das alte Ghost Raccoon. Man macht auch sehr viel Spaß. Man ist jetzt halt alleine unterwegs. Vielleicht ändert sich das noch. Oder die wollten wirklich, dass man, also dass man nur zu viert spielt, wenn man mit anderen Spielern spielt und nicht das dann dein Team aus NPCs besteht wie bei Wildlands. Aber ja. Genau,
gleich, bald ist es Mitternacht, deswegen werde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der kleine Beta-Exkurs hat euch gefallen. Ja, und schaut gerne bei Wildlands bei mir rein, das läuft gerade noch. Und ja, vielleicht bis zur Vollversion dann bei Breakpoint. Habt noch einen tollen Tag. Bis dann. Macht's gut. Bye.